Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Ghost of Tsushima. Wir haben beim letzten Mal erst ein mongolisches Lager infiltriert, um dort die Bewohner zu befreien. Glücklicherweise hat das funktioniert und danach sind wir weitergegangen, denn wie ihr wisst, hat uns ja Onkel Shimura den Auftrag gegeben, den Shogun über die Lage der Insel zu informieren, damit wir Verstärkung bekommen. Jetzt ist es jedenfalls so, dass wir Goro gefunden haben und er hat uns unterstützt. Ne? Wir sind danach übrigens zu dieser Festung mit unserem Onkel und haben sie komplett eingenommen. Das war ziemlich harte Arbeit und danach mussten wir die Meeresblockade wirklich, aufhalten. Wenn man so will. War natürlich nicht so einfach, aber egal. Wir haben es geschafft. Jetzt kümmere ich mich erstmal um die paar Mongolen hier. Warte mal. Ja, Simsala hätte ich jetzt auch gesagt. Das wird wohl nichts, meine Freunde. Na komm her. Die gebe ich auch noch. Oh yeah. Wie ich diesen Geistmodus einfach liebe, wenn er funktioniert. Sicheren Ort? Ich glaube schon, Herr. Doch die Mongolen beobachten alles von der Kreuzung über dem Fluss. Wer von Asamo nach Norden reist, ist in Gefahr. Ich erledige die Mongolen. Die Asamo-Bucht, die sagt mir irgendwas. Karte wurde aktualisiert. Hier ist Komoda. Ach, egal. Also auf jeden Fall wollte ich jetzt eigentlich hier hinten unseren werten Freund, den Sake-Händler, helfen. Die steht ja Natur und der Sake-Händler. Da werden wir jetzt hingehen. Und dann würde ich sagen, helfen wir danach nochmal unseren Freund Norio. Mal gucken, wie viel Zeit wir danach noch haben. Ne? Könnte auf jeden Fall witzig werden. Genau. Also warte mal, ich brauche eigentlich Pfeile. Ich habe keine Pfeile mehr. Ach, guck mal, da sind schon wieder Mongolen. Das sind keine Mongolen, das sind verschissene Ronen. Kämpfen wir! Ich hoffe, ich schaff's diesmal. Das wäre echt traurig. Oh yeah. Dein Training war aber nicht gut genug. Der andere haut ab. Das habe ich ja noch nie gesehen. Cool. Warte, hat der gerade was gehabt? Nee. Das war auch gerade einer von den Strohhüten, oder? Gut, dass wir die erledigt haben. Ey, ganz ehrlich, ich hatte bis jetzt sau viele Schwierigkeiten gegen sie. Aber jetzt... Ey, das macht Hoffnung. Wir werden langsam besser. So, warte mal. Wo sind wir denn jetzt?
Achso, Rebellenzuflucht, gut. Wird ja von unseren Verbündeten gehalten. Ich wollte eigentlich zu unseren Freunden, ja, den Zarke-Händler. Wir müssten eigentlich auch gleich da sein. Ich habe bloß keine Pfeile mehr, ne? Nee, oder? Ist aber nur einer. Ja, mal gucken. Fuck! Ich hab zu früh losgelassen. Du kleines Arschloch, Alter! Ist das nicht der Ronin, der abgehauen ist? Das wäre jetzt echt witzig gewesen. Dass die einfach so immer die Zivilisten töten. Das ist immer so traurig. Hier hinten war er doch irgendwo, wo wir mal vorbeigeritten sind. Ja, da oben ist er auch. Dann wollen wir mal gucken, was er uns zu erzählen hat. Ich bin gespannt. Die Geschichten sind ganz, ganz wichtig. Da lernen wir halt noch mal ein bisschen was von ihnen kennen. Und ich glaube, die helfen uns am Ende auch, glaube ich, dadurch besser, oder? War das nicht so? Mir war so. Kenji, was tut ihr da? Ihr seid auf eine grandiose Gelegenheit gestoßen, mein Herr. An dieser Straße liegt ein feindliches Lager voller Nahrung, Kleidung und Medizin für Dutzende Menschen. Hunderte. Und die Mongolen sind ausgeflogen. Eine reife Pflaume, die gepflückt werden will. Und was verschweigt ihr mir? Die Situation ist ganz einfach. Keine Mongolen, viele Vorräte. Wir bedienen uns, um dem Volk zu helfen. Möglicherweise kommt ihr was Gutes dabei heraus. Ich folge euch. Ich wusste, ihr würdet verstehen, Fürst Sakai. Ja, aber wenn er mich fragt, hört sich das so ein bisschen wie eine Falle an. Ich meine, die Mongolen hauen ja nicht einfach ohne Grund ab. Und ob er tatsächlich den Menschen helfen will, werden wir noch sehen. Ich bin gespannt, jedenfalls. Hast du dieses Lager gefunden? Ich folge diesen Kerlen schon eine Weile. Sie sind so arrogant, dass sie ihr Lager während Raubzügen unbewacht lassen. Auf wen habt ihr an der Straße gewartet? Wer, ich? Auf niemanden. Ich war unterwegs zum Lager, als ihr vorbeikamt. Ein paar Überlebende haben bei der Yarikawa-Festung Zuflucht gesucht. Sie brauchen Vorräte. Genau solchen Leuten versuche ich zu helfen. Ja, das glaube ich aber dir nicht aufs Wort. Erstmal werde ich mich hier umsehen. Oh, hier sind einige Samurai. Verdammt. Dann wollen wir uns mal umgucken. Was habe ich euch gesagt? So schön, dass man weinen möchte. Seht euch um. Nehmt, was ihr tragen könnt. Gut. Dann werden wir erstmal alles sammeln, was wir hier in der Nähe finden. Vielleicht was Gutes dabei. Kenji, hier drüben sind Essen und Medizin. Kuna habe ich auch gesammelt. Ja, yeah, da ist ein Sarke-Fass. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ein Sarke-Fass. Wisst ihr etwas darüber, Kenji? Glaubt ihr, ich bin der Einzige auf der Insel, der den Mongolen Sarke verkauft? Hm? Ja. Mein Herr, das betrübt mich. Okay, ich brauche Pfeile. Keine Ahnung, ob hier noch Leute kommen, aber das könnte auch eine Falle sein. Was von Wert hier? Edle Metalle, seltenes Holz,
Ein schöner Teppich. Wie wäre es mit Essen? Beispielsweise für Menschen, die einen Krieg überleben wollen. Oh, natürlich, das auch. Ja. Nimm erstmal alles mit. Hier ist reichlich Essen. Fisch, Gemüse, Reis und Hirse. Japanische, nicht mongolische. Sie finden Gefallen an unserer Küche. Nee. Langsam vermute ich, dass unser werter Freund... Kleidung, Leder, Seide, Holz. Damit könnten wir vielen Menschen helfen. Ich hab doch gesagt, ist eine gute Idee. Ich hab schon in der Jurte nachgesehen. Da ist nichts, nur Plunder. Ich sehe mir die Jurte an. Ja, also ganz ehrlich, mir kommt's ein bisschen spanisch vor, weil Kenji sich auch sehr komisch benimmt und japanische Dinge und jetzt gefällt auf einmal den Mongolen unser Essen? Nee, da stimmt was nicht. Gehen wir mal da rein und gucken, was los ist. Kenji, ich bring dich um! Wer seid ihr? Der Mann, der Kenjis Leben ein Ende setzt. Du hast mich dem Tod überlassen. Nein, gar nicht wahr! Ich habe Hilfe dabei. Das ist Fürst Sakai. Auch bekannt als Sagt der Geist. Sagt jemand, was hier vor sich geht? Jetzt. Kenji hat mich in die Falle laufen lassen. Das war keine Falle. Die Mongolen sollten für das ganze Zeug hier bezahlen. Taten sie aber nicht. Und dann haben sie meinen Freund Natu als Geisel genommen. Sie sollten für das hier bezahlen? Hört ihr? Sie kommen zurück! Bitte, schneidet mich los! Wo habt ihr diese Vorräte her? Wir haben sie Strohhüten gestohlen. Oh. Fürst Sakai, könnt ihr die Mongolen ablenken? Damit ihr fliehen könnt? Nicht ganz. Ich habe eine Idee. Vertraut. Schluss mit den Ideen, Kenji. Nehmt euren Freund und geht. Okay, das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Hier sind vor allen Dingen so viele Leute, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ohne entdeckt zu werden. Alter, sind das viele. Bär? Ist durchgeflogen, der scheiß Pfeil! Wow! Ey, du kleines Arschloch! Hau ab, Alter, du Mistvieh! Sind noch welche übrig? Oh Mann. Da hat uns Kenji so ein bisschen verarscht. Kenji! Kenjis Freund! Ihr könnt rauskommen. Es ist sicher. Hier drüben! Wir sind eingesperrt! Wie dumm seid ihr eigentlich? Wir dachten, hier drin wäre es sicherer. Dann fiel das Schloss zu. Danke, Fürst Sakai. Ja, hab Dank.
Ihr wisst, was jetzt passiert. Ich rolle dieses Sake-Fass bis ganz nach... Kenji, ich glaube, er ist wütend. Fürst Sakai, wir hatten immer die Absicht, unsere Güter mit bedürftigen Überlebenden zu teilen. Im Lager außerhalb von Yarikawa. Sammelt alles, was ihr könnt. Und wenn ich dieses Lager besuche, wird es vor Essen und Medizin aus allen Nähten platzen, richtig? Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Eine verdammt lustige Quest. Talisman des Vorteils für Offensiv... Achso, das ist ein Offensiv-Talisman, so rum. Das war von Anfang an eine schlechte Idee. Warum schlecht? Hat doch perfekt funktioniert. Das nennst du perfekt? Die Mongolen sind tot. Die Strohhüte sind tot. Und wir haben, was wir wollten. Die Überlebenden von Yarikawa haben doch, was sie wollten. Ja. Aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe jetzt ein paar Screenshots gemacht. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so gut. Hat hier niemand Pfeile? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich werde jetzt noch Norio unterstützen, weil das schaffen wir auch noch. Dazu müssen wir eine Schnellreise machen. Ach Quatsch, was machst du denn? Ich wollte eine Schnellreise machen. Also das, was Kenji gemacht hat, das hätte ich nicht erwartet. Aber okay. Lustig war es trotzdem. Vor allem hätte ich auch nicht gedacht, dass die Strohhüte dann noch kommen und angreifen, ne? Ey, das ging ja ganz schön ab. Aber dass die mich gesehen haben, das fand ich auch krass. Naja, egal. Hier war, glaube ich, irgendwo, Fürst Sakai, hab Dank. Nochmal. Ah, das ist die Frau, die wir gerettet haben. Ihr Vater ist ja gestorben. Stimmt, ich glaube, das war die Frau. Ich komm gleich. Fürst Sakai, Norio. Bin gleich da. Ich wollte nur mal schnell die Geschenke holen. Gnadenloser Bandit. Für alle, die sich nicht vor ihrer Vergangenheit verstecken müssen. Okay. Heimsuchende Träume. Ja, sind schon ein paar lustige Sachen dabei. Kann ich denn jetzt eigentlich irgendwas verbessern? Meine Kleidung zum Beispiel? Ja, ich kann meine Samurai-Kleidung verbessern. Ey, warte mal, wir müssen nur schnell. Ups. Darf ich eure Rüstung verstärken, mein Herr? Ja, bitte. Daran wird euer Gegner verzweifeln. Lebt wohl. Ja, hat sie das jetzt nur verbessert? Warum tragen wir die nie gleich? Veredelt? Hä? Ja. Okay. Ja, ist in Ordnung. Ich dachte, wir hätten jetzt einen Vollmond, aber anscheinend... Doch, ein bisschen verändert hat sie sich. Okay. Hab nur nicht richtig drauf geachtet. So, und hier ist Norio. Fürst Sakai. Norio. Wir waren alle um Hochi besorgt. Sie brauchen eine Pause. Solche Augenblicke sind derzeit selten. Ich war mal wie Sie. Ich bin nicht mehr der gleiche Mann wie in der Nacht vor Komoda. Wie schlimm war es? Komoda? Wir verloren alle. Der Strand war von Blut durchtränkt. Der Sand. Wie Brei. Ein albtraumhafter Anblick.
Wir ritten Richtung Süden, bis in die Nacht. Ein Sturm zwang uns anzuhalten. Auf einem Gehöft schliefen wir etwas. Schreie rissen mich aus dem Schlaf. Das Haus in Flammen. Plündernde Mongolen. In Ketten kamen wir nach Kaneda. Nachdem wäre ich lieber im Kampf gestorben. Ich ahne, wo sie Hochi festhalten. Wollt ihr jetzt gehen? Ja. Okay, ich glaube, wir werden Hochi befreien. Oder Hoji, je nachdem, wie man aussprechen möchte. Ja. Das könnte lustig werden. Wo gehen wir hin? In ein Küstenlager. Mongolenschiffe auf dem Weg nach Norden holen dort Vorräte und Gefangene. Auf hoher See werden wir ihn verlieren. Fürst Akai, was macht ihr, wenn das alles vorbei ist? Ich hoffe, ich kann irgendwann heimkehren und neu anfangen. Ich wünschte, so ginge es mir mit meinem Tempel. So lange war mein Weg klar vor mir. Dem achtgliedrigen Pfad folgen, meine Familie gewinnen, dem Zedern-Tempel dienen. All das könnt ihr immer noch tun. Ich ging wegen meines Bruders um den Tempel und stellte mir immer vor, wie meine Kinder und Enjos Kinder gemeinsam aufwachsen. Okay. Unsere Frauen werden befreundet. Die Mongolen haben nicht alles genommen, Norior. Eines Tages sind sie fort. Und ihr habt euer Leben noch vor euch. Es ist nicht mehr nur mein Leben. Ich muss für Enjo und die anderen gefallenen Mönche leben. Empfindet ihr nicht ebenso für die Samurai von Komoda, als wäret ihr ihnen schuldig? Ja, ein bisschen schon. Manchmal. Als müsse mein Leben für 100 Samurai zählen. Doch das erscheint mir unmöglich. Vielleicht ist es das. Mein Leben vor der Invasion kommt mir vor wie das eines anderen. Oder wie die Kindheit. Vielleicht empfindet ihr in 20 Jahren dasselbe für diesen Augenblick. Fürst Sakai, ich sagte doch, Hochi sei entschieden gegen Gewalt. Nur er sei anderer Meinung als die Kriegsmönche. Er hasst alle Waffen. Auch eure und meine. Er kann mich belehren, so viel er will, wenn er sicher in Akashima ist. Ja, wie willst du ihn anders befreien? Also ohne Gewalt geht es ja wohl kaum. Vielleicht geht's schon, ist immer noch schwer zu sagen, ne? Oh, da ist ein Fuchs. Na dann, lasst uns mal galoppieren. Hoffentlich finden wir Hochi. Wir nähern uns dem Lager. Ah. Mongolenwache, erledigt die. Kommt her und kämpft! Jo, das werden wir machen. Wir brauchen einen Überblick über das ganze Lager. Was ist mit dem Kornspeicher? Nein! Ah, ich habe mich leider verdrückt. Naja, passiert. Suche nach Hochi. Wir müssen Hochi finden. Die Mongolen halten da jemanden fest. Hochi, er muss es sein. Wenn ich allein gehe, kann ich unbemerkt zu ihm gelangen. Eine Signalkanone. Ich könnte sie auslösen. Und sie ablenken. Und ich hole Hochi raus. Ja, oder ich schalte einfach alle aus. Ich suche Hochi und treff nicht auf mich. Bringt Hochi zurück ins Dorf. Ich komme zurecht. Wir sehen uns dann alle in Akashima. Feuert die Signalkanone ab. Ich hole Hochi. Sucht Zuflucht bei Amida Buddha, mein Herr. Huch.
Also, ich brauche nur den Kommandanten ausschalten. Sobald ich den ausgeschaltet habe, kann ich meinen Rage-Modus aktivieren. Ne, meinen Geist-Modus. Und damit vereinfache ich mir die ganze Sache wieder. Okay, wir haben da drüben einen, wir haben da den Anführer. Zumindest sieht er wie einer aus. Oh nein. Ich hatte vergessen, Alter. Ich habe einen Fehler gemacht. Schön. Mann, wirf doch mal die Ich kann es nicht ändern. Schaffe ich wahrscheinlich sowieso nicht. Mann, ich hab mich. Ey, kann's doch vergessen, Alter. Ey. Sorry, Leute. Aber nee, wart jetzt. Es quatscht da jetzt noch mehr zu machen. Hutschli ist eh tot. Also was mir echt nicht gefällt, ist, dass teilweise ein bisschen zu viel los ist. Das hätte man anders regeln können. Also, ich verstehe es nicht. Naja. Aber diesmal schaffen wir es hoffentlich. Vielleicht gibt es ja hier Fallen, die ich irgendwie auslösen kann. Ja, schön, ich habe noch nicht mal Pfeile. Das regt mich auch richtig hart auf. Dass du keine Pfeile hast. Ist keiner. Och nö, Mann, ich krieg hier gleich einen Anfall. Okay. Hätten wir. Mann, wem hast du denn angegriffen? Meine Fresse, Alter! Bogenschützen, was für ein Arsch! Mann, 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 das hätte man, wie gesagt, ein bisschen besser machen können. War nicht so gut geregelt. Sucht mich jemand? Waren das jetzt alle?
Ich glaube ja. Ach, nee. Was ist hier los? Wer seid ihr? Mein Freund, wir müssen weg. Ich kann nicht weg. Die Mongolen bringen mich zum Zedern-Tempel. Die Menschen dort brauchen Heiler. Dringend. Dafür ist keine Zeit. Tut mir leid, aber ich muss hier bleiben. Jin! Hochi! Norio? Was macht ihr denn hier? Der Alarm hat einen Plünderertrupp angelockt. Sie sind ganz nah. Verdammt. Bleibt zurück, Hochi. Wir halten sie euch vom Leib. Norio, zieht eure Klinge. Euch werde ich Manieren nehmen. Ein Mönch des Zedern. Oh, ich hasse es, Alter. Es ist einfach nur nervig. Also das Spiel ist nicht schlecht, aber es gibt so ein paar merkwürdige Momente. Sind die anderen bei euch, Norio? Alle sind fort. Nur ich bin hier. Tut mir leid. Ich wünschte, die Blutbäder wären vorbei. Die Mongolen suchten nach mir. Ich ergab mich, um Leben zu retten. Woher wussten sie, wie sie euch finden? Sie wussten, ich war in Akashima. Und ich sollte zum Zedern-Tempel zurückkehren. Sie brauchen einen Heiler. Die Verwundeten des Feindes behandeln? Ob Mongolen oder Japaner, wir alle leiden. Einige verdienen es. Doch das heißt, ist der Zedern-Tempel gefallen? Ich weiß nicht. Norio, bringt Hochi zurück ins Dorf, bevor die Verstärkung ankommt. Sie werden Rache wollen. Ich komme nach und wir machen einen Plan. Hm. An sich war die Mission jetzt nicht schlecht, aber ich hätte es vielleicht anders angehen sollen. Der Wutmodus wäre hier eigentlich optimal gewesen, um die zumindest abzulenken. Ja, oder Geistmodus. Ihr wisst, was ich meine. Naja, aber geschafft haben wir es ja trotzdem. Ach, was hast du denn jetzt gemacht, wollte ich gerade, naja, fragen. Ich meine, wir haben ja trotzdem geile Kämpfe gehabt, so ist es ja nicht. Der letzte war jetzt nicht ganz so geil, aber egal. Wir haben es trotzdem geschafft. Wo waren eigentlich jetzt die Bogenschützen, die ich vom Weiten erledigt habe? Die sind einfach so verschwunden. Na, schade. Was haben wir denn jetzt nochmal ganz in der Nähe? Drei von neun. Geister im Nebel. Ja, ich würde jetzt nicht noch was schaffen, ne? Das Einzige, was man vielleicht noch machen kann, ist ein Fuchsbau. Und die Geschichte von Yuna würde ich auch gerne wissen. Ah, es gibt so viel, was man machen könnte. Ist immer schwer. So, warte mal, was ist hier? Sumpffeldschrein. Das habe ich noch nicht gemacht. Okay. Wir können ja zumindest hinreisen, oder? Ich weiß nicht, ob wir dort kämpfen müssen. Also, gegen einen speziellen Feind.
Ja, hier gibt es erstmal gerade keinen Weg. Ich glaube, das mache ich noch und dann würde ich ausmachen wollen. Kann ich hier irgendwo auf den Baum springen? Ach nee, vielleicht sollen wir auch einfach nur den Lichtern folgen. Ja, aber hier geht es nämlich nach oben. Oder auch nicht? Hä? Wait, what? Können wir uns vielleicht an dem Baum hochhangeln? Irgendwie? Ja, da nach oben geht's doch. Bin ich gerade doof? Das geht nicht. Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich muss doch irgendwie da hochkommen. Ach, von hier. Ja, na klar. Warum bin ich darauf nicht vorher gekommen? Au, das hat leicht wehgetan. Also man muss immer erst einen Pfad nach oben finden, bevor man also weitermachen kann. Und mal jetzt erstmal hier die Lampe folgen. Vielleicht findet man irgendwas. Ja, da geht's nach oben. Ich dachte, ich hätte noch jemanden gehört. Ups. Und jetzt? Was? Wie geht's so? Ich habe jetzt eine Abkürzung gefunden, ja. Hä, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht der Weg sein hier, oder? Ich würde ja jetzt was schneiden, aber das bringt halt auch nichts. Ganz verstehe tue ich das hier nicht, aber okay. Ah. Nein! Och Manu, jetzt kann ich den Kack nochmal machen. Och Mann, ey. Ich versuche es jetzt noch das letzte Mal. Wenn es denn nicht funktioniert, dann ja, verschieben wir es auch später. War das sonst unnötig? Wisst ihr, was ich meine? Hätte ich noch minimal Schwung gebraucht? Ich meine, mir wurde ja nichts weiter angezeigt. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt haben wir es geschafft. Okay. Es kann aber auch sein, dass man bei diesem Schrein hier halt nur beten kann. Das kann auch sein. Ich weiß es gerade nicht genau. Den Schrein ehren. Ach, genau. Talisman von Izanami. Talisman des Kamis von Leben und Tod. Ligusterholz. Ja, Leute, ich würde mal sagen, wir beenden jetzt hier die Folge. Das war jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, hätte ich mich besser angestellt, hätten wir es schon beim ersten Mal geschafft. Aber ist auch so in Ordnung. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns auch bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Bis denn und tschüss.